meine Freunde sagen, dass Fremde stinken. Aber du stinkst gar nicht. Ich stink? Was? Ja, das da der war. Naja. Papa sagt, ich soll nicht mit Fremden reden. Nett? Ja, dann rein nicht. Du. Sitzen. Warst du schon mal in den Stands? Sagen wir einfach, die Leute da können sich eine Menge Klamotten. Ja, bis man auch schon ist. Das ist ja immer das Gleiche. Jetzt wird's aber dann schon langsam langweilig. Dir sag es. Es ist so. Geteert und gepumpste Langeweile. Wollen wir unseren Friseurbesuch leisten? Ist da drüben schon wieder was? Also nein. Da kann noch nichts sein. Wir haben ja noch ein bisschen was zu tun. Da in die Richtung. Bei dir würde ich sagen... Strähnchen. Oder wir rasieren die Seiten. Vielleicht noch ein paar Zöpfe. Sicher. Du wirst super aussehen. Komm, ja, toll. Ja, ich setz mich. Schau. Ich setz mich da jetzt her. Und tu einfach so, als wäre ich begeistert. Ich kann meine Begeisterung kaum in Grenzen halten. Dieser Mann weiß nicht, was er schwafelt. Ich suche etwas ganz Bestimmtes. Machen wir denn was Gescheites? Gefällt? Platin. Das ist tiefrot. Na gut. Charakter bestätigen. Ich glaube mit einem Kupp. Mentet, Buffout, Stimpax, Jet. Alles für einen ausgeglichenen Tag. Kurz lang Blick, jetzt möchte ich noch was anderes schauen. Bissel nehmen wir noch auf heute und dann war's das wieder. Die Nase verändern, die Ohren, die Form der Augen vielleicht? Alles ist möglich. Vielleicht nur die Hupen anheben. Klingt gut. Du wirst es nicht bereuen. Setz ja. dich einfach auf den Stuhl. Ich weiß, dass es nicht bereuen wird, weil ich muss, ich klick mir das zusammen. Na komm, spül. Kann nicht so lang dauern. Nuklear Living. Das ist auch gut, ja. Nora nicht, Nora nicht, nicht. Den kannst du wieder nicht verschieben. Ach, schade. Face Paint Grime, was ist denn das? Nö, noch nicht. Damage, nö. Nö, das schaut so eitrig aus. Nö, ein Kind des Atoms ist sie auch nicht unbedingt. The Crow, ha? Mach mal einen auf The Crow. Thank you.
Na, wo war das jetzt da? Sehr gut. Ein bisschen ziehen, ein bisschen schneiden und eine kleine Zahlung. Das ist alles, was du für ein neues Gesicht... Ja, ja. Und als nächstes willst du noch eine Wurzelbehandlung machen an einem gesunden Zahn, du Depp, du. Na, danke. Nö, 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 nö. Das wollen wir nicht, das wollen wir nicht, das wollen wir nicht. Wie viel Kohle haben wir denn? Viel zu wenig. Und tschüss. Ein Saftladen hier. Ah. Hast du die Zeitung gelesen? Verdammte Sünds. Verstecken sich mitten unter uns. Liest alles über die Frau aus der Zeit. Borgbewohnerin nee. Erwacht nach 200 Jahren. Das bin aber nicht ich, Gwen. Sorry. Das streite ich systematisch ab. Die meisten Leute brauchen einfach nur Hilfe. Wir müssen sie ihnen nur anbieten. Piper. Gehen wir zufällig in die gleiche Richtung? Na dann, geh mal. Klar, gehen wir. Wird gemacht. Miss Wright, ich darf darauf vertrauen, dass Sie die Sicherheit meiner Besitzerin über Ihren persönlichen Vorteil stellen, oder? Natürlich, Cotsworth. Meine Güte. Was für ein Glück, dass diese beiden Dinge Hand in Hand gehen. So. Wenn es doch nur eine Verwendung für das Zeug geben würde. Ich habe schon so ziemlich alles und sämtliche Kombinationen durchprobiert. Wer sie nicht versteht miteinander vor die NPCs, das kannst du aber gleich vorstellen, das ist der Nick und der Dance. Also die zwei verstehen sie überhaupt nicht. Und mit dem Dance sind wir lang unterwegs, das kann ich dir jetzt schon versprechen. Der kleine Spielzeug wegnehmen. Super clever. Komm her. Da ist er. Es ist groß, laut, korrupt und voller Arschkriecher. Aber es ist mein Zuhause. Ihr wollt die da wohlfühlst, Piper? Glauben, worum es in der nächsten Ausgabe geht. Wart nur ab. Verdammte Scheiße. Was? Leicht wird aufgedeckt, dass der Bürgermeister was mit seiner Blondine da oben hat. Ja, das hätte man schon müssen vor, eigentlich im Jahr 2015 schon erzählen können. Weil da habe ich das Spiel das erste Mal gespielt. Wo ist denn der Preston schon? Ist er schon daheim? Ist er schon? Ob bitte gar schon heißt, ist der schnell der Mensch? Das ist ja ein Wahnsinn. Aber wir werden jetzt trotzdem müssen die Sanctuary mit der Burg verbinden. Weil, da gibt's was. Und vielleicht haben wir das die Gesprächsoption mit der Piper. Schauen wir mal. Da gibt es einige sehr coole Ansätze im Spiel, die da schon einiges verraten haben. Oder einiges verraten. Ah. Grognak Stärke plus 2. Das habe ich gesagt, wollte ich auch noch machen. Kennst du die Farm, die von Ghoulen bestellt wird? Wahnsinn, oder? Danke für den Spoiler, du Arsch. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich wollte dir persönlich dafür danken, dass du uns das hier ermöglichst. Also, gibt es irgendwas, womit ich anfangen soll? Brauchst du irgendwas? Nein, gerade nicht. Im Moment läuft alles recht gut. Ja, sehr schön. Mizidant, ich hab sowieso einen Auftrag für die.
Bleib stehen, du Gmadewiesen. Bitteschön, einmal zur Burg. Haha, haha, böses Kenny, böses Kenny. Ich werde schauen, dass wir uns so viel wie möglich selbst aufbauen. Geil. Also, für etwaige Fragen und Beschwerde, Beschwerdesachen, bitte, da musst du aber wirklich schnell sein, weil die Beschwerdestelle hat nämlich nicht immer offen. Die ist genau geöffnet von Montag bis Dienstag 12 Uhr bis 12 Uhr 2. Gell? Nein. So. Sehr gut, da können wir uns selber was aufbauen. Das werden wir auch machen. Können wir Cola produzieren? Wir sind schon mittendrin im Cola-Studium. Wir laufen Coca-Cola den Rang ab. Geil, nur dass das war's. Dir sag es. Leichtbau, Black, was gibt's denn? Green. Das wird wahrscheinlich ausschauen wie Amöben-Scheiße. Okay, geht. Geht. Passt. Wir müssen eigentlich dort mal weitermachen. So. Und das da mal weg. Das da mal weg. Das, das, das. Sehr gut. Down. Also sag, hab ich Idiot das Katzenfleisch schon mitgekocht? Sicher. Na, das müssen wir uns aufhalten. Das brauchen wir für die Katze. In der Burg unten. Können wir uns... Ui. Drogen. Jau, wir werden ins Drogengeschäft einsteigen. Dir sag es. Schon immer neidisch auf Leute, die andere Sachen als Sätze bauen können. Ja, Piper, man kann alles lernen, du Aug. Ah, süße Nudel, unser Piper. Brauchst du was? Tja, das sind ein paar Gunner, die in nächster Zeit keine unserer Siedlungen mehr angreifen werden. Wenn wir alle zusammenarbeiten, haben diese Typen keine Chance. Ich lasse es dich wissen, wenn eine Siedlung Hilfe benötigt. Und denk dran, biete jedem Hilfe an, der sie benötigt. Damit bringst du unsere Sache voran. Sehr gut. Und nun, liebe Leute da draußen, groß und klein, ihr braucht euch nicht einschlagen, eure Schädeleien, wir nehmen jenes hier. Und dann, jetzt können wir uns natürlich austoben. Zum Abschluss dieser heutigen, Episode, werden wir da runterkehren zur Burg.
und da noch ein bisschen was aufbauen und sonstiges machen. Und du weißt eh, wie das ist, gell? Da leidet er wieder einen Scheiß zusammen, das ist ja unglaublich. Wird jeder im Commonwealth wissen, dass die Minutemen wieder da sind. Sechs und je... Ohne die ganzen Fischreste erkenne ich diesen Ort gar nicht mehr. Sixt, die Piper war's alles. Alles. Also wirklich alles. Einen Rekrutierungsfunkleitstrahl brauchen wir. Der wäre hier. Den stellen wir ab und das gleich hier. Wir senden rund um die Uhr und im gesamten Commonwealth. Achtung, Achtung! Eine unserer Siedlungen hat um Hilfe gebeten. Alle Minuten in Reichweite. Okay. Das funktioniert nicht. Schade. Kommt die Quest jetzt oder was? Oder wie? Wurscht. Ah, ich glaube, jetzt hat er es angeschlagen. Ich werde später mal schauen, vielleicht. Toll. Fangt es jetzt schon an. Ich muss mir das die Mods noch mal anschauen. Wenn das jetzt die ganze Zeit so dahin geht, dann krieg ich einen Blutrausch. Was, das ist am Anfang ein, zwei Mal geht's ja. Aber wenn das dann permanent ist, der Scheiß. Du gehörst zu den Minutemen, oder? Ja. Ganz genau. Was für Probleme gibt's hier? Ein paar Raider haben uns bedroht und wollen Vorräte von uns haben. Jetzt, wo die Minutemen uns beschützen, haben wir ihnen gesagt, sie sollen sich verziehen. Sie schienen aber nicht allzu beeindruckt davon zu sein. Sie meinten, sie würden mit ihren Freunden wiederkommen, um ein Exempel an uns zu statuieren. Wir sind keine Soldaten. Hoffentlich kannst du uns helfen, eine Verteidigung aufzubauen, bevor es zu spät ist. Mit nichts für Verteidigung aufbauen. Ich war da nicht. Ui, da habe ich sogar Verteidigung. Zu viele Meilen auf der Straße. Da habe ich sogar schon ein Dings daher gebaut. Geil. Ich muss mir das nochmal anschauen im Internet, wo ich da eine gute Mod finde. Ich muss diesen Scheiß abschalten. Wenigstens ist die Bezahlung schrecklich. Wissen wir schon. So. Aber wo kommen die Raider? Ja, Raider sind nicht unbedingt die klügsten einer. Ich will mal einen Tag nicht beschossen werden.
Oh, der ist legendär, den... Als erwartet. Cool. Wir haben es geschafft. Ja. Ich hatte Angst, dass es ein Fehler war, uns gegen diese Typen zu wehren. Aber die Minutemen waren für uns da. Sehr gut. Und ich werde mich demnächst umschauen, wie ich das abschalten kann. Weil das kotzt mir an. Das, die Mechanik, die hat mich damals schon zur Weißglut gebracht. Und den Scheißdreck stellst du ohne Mods vor und auf 35 Siedlungen. Da wirst du nie fertig. Wenn du noch nicht in Grey Garden warst, guck's dir an. Da wird alles von Robotern betrieben. Hab ich schon gesehen, danke, da war ich ja schon, denen hab ich ja schon geholfen. Na, da kannst du hier presten. Ich hab den Raidern eine Lektion erteilt. Die werden die Siedlung nicht nochmal angreifen. Dann muss er aufstehen, oder der Idiot. Haha. Das ist gut. Ich hoffe, ich erlebe die Zeit noch, in der sich die Leute nicht ständig Sorgen um den nächsten Raider-Angriff machen müssen. Und jetzt schaut er wieder, wie betrunken das Häsel. Warte mal, was fällt uns noch? Ich will eigentlich wieder zur Burg und dort weiterbauen. Wurscht, ich schau dieser Tage mal auf dem Bethesda.net Launcher, ob wir irgendwo eine bessere Mod finden, für die, dass wir die Dings ausschalten können. Diese Angriffsscheiße, das ist alles für einen Huger. Macht mir keinen Spaß. Man will schon ein bisschen das Spiel genießen, was eigentlich ein wunderschönes Spiel ist. Ich brauch dich, mein Freund. Wir brauchen ein bisschen Futter. Das werden wir alles. Jetzt sagt er gleich wieder was an, wird man. Ich will doch nur einmal 5 Minuten um einen Dumm bauen. Und genau jetzt fange ich dann gleich wieder ins Durchtrauen an. Ich hasse diese Mechanik. Beim Bethesda.net Launcher schauen, ob ich irgendwo ein scheiß Mod finde dafür. Sie widert mich an. So, aber wo könnten die Supermutanten kommen? Es gibt eh nur. Von da herunten. Von da. Von da oben.
So. Mr. Abernathy, wo sind Sie denn? Mein Süß. Hätten wir einen Vorrat an sauberem Wasser, wäre alles ziemlich gut. Sehr gut. Mr. Abernathy. Ich hoffe, du bist hier, um zu helfen. Ganz genau. Was für Probleme gibt's hier? Vor ein paar Tagen sind Supermut. Es grenzt an ein Wunder, dass niemand... Mhm. Wir haben die das erste Mal... Kurs. Blake hat mir... Sauberen Wasser, Hamakai. Was ist da gerade... Verdammt! Wieso kann das nicht einfach vorbei sein? Immer weiter! Wir sind hier nicht allein. Ja, ja. Ich glaub's nicht. Wir haben gewonnen. Ohne dich hätten wir es nicht geschafft. Die Minutemen waren für uns da. Das werden wir nicht vergessen. Danke. Scheint wirklich was zu werden. Ich muss jemanden darauf ansetzen. Ja, mein Schatz, ich weiß es doch. So, wir reisen jetzt damit zur Burg. Wenn das jetzt nichts wird, belass es für heute. Man muss da auch ehrlich gesagt sagen, ich bin für heute schon wieder gesättigt. Nützlich, oder? Diese Verteidigungsscheiße da überall. Diese großen, hässlichen Mistkerle haben hart zugeschlagen. Wieso tut da was weh? Jetzt schon wieder mit dem Preston rein. Ich will nicht mehr. Also diese Mechanik, die ist so für'n Arsch, ehrlich. Die ist so für'n Sch...